Wir machen bei Bits und Bäumen mit, weil wir sehen, dass die Digitalisierung ganz, ganz wichtig für unsere Themen ist. Unsere Themen, das ist zum Beispiel der Ressourcenschutz, das ist zum Beispiel die Energiewende, das ist zum Beispiel die Agrarwende. Und in all diesen Bereichen spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle, sowohl auf der Seite der Chancen als auch auf der Seite der Risiken. Und wenn wir dieses Thema nicht bearbeiten und nicht behandeln, dann behandeln wir eine für unsere Gesellschaft ganz, ganz oder unsere Gesellschaften ganz, ganz wichtige Themen, einen ganz, ganz wichtigen Themenbereich nicht. Eigentlich ist die Energiewende ohne digitale Technologien gar nicht mehr denkbar. Energiewende bedeutet ja weg von den fossilen Energien hin zu den erneuerbaren Energien. Und die erneuerbaren Energien sind sehr kleinteilig. Das heißt, es gibt sehr viele kleine Anlagen. Und es ist auch so, dass der Wind beispielsweise nicht immer weht, manchmal aber sehr stark, dass die Sonne nicht immer scheint, manchmal aber sehr stark. Und dass wir diese Erzeugung der erneuerbaren Energien mit dem Verbrauch der erneuerbaren Energien zusammenbringen müssen. Und dafür können wir eine Menge Daten nutzen. Daten zum Beispiel Erzeugungsdaten, Prognosen, Wetterprognosen, aber auch Speicherdaten, Stromnetzdaten und Verbrauchsdaten. Hinzu kommt noch, dass wir die Sektoren Wärme und Verkehr zunehmend dekarbonisieren müssen, also mit erneuerbaren Energien, mit Strom aus erneuerbaren Energien betreiben müssen. Und auch da kommt eine zusätzliche Komplexität in das System hinein. Und die Datenauswertung und Verarbeitung kann eben dabei helfen, diese Komplexität zu meistern und möglichst viele erneuerbare Energien im Netz zu haben. Wir können auch Effizienzpotenziale heben, was die Energie angeht. Und wir können auch durch eine zunehmende Dezentralisierung die Teilhabe von immer mehr Menschen an den Vorteilen der Energiewende erreichen. Das birgt auf jeden Fall auch Gefahren und Risiken, alle Netze digital zu machen. Auf der einen Seite haben wir natürlich den sehr wichtigen Sicherheitsaspekt. Also es ist so, bei Strom geht es natürlich um kritische Infrastrukturen. Wenn da die Daten in die falschen Hände geraten, können sie missbraucht werden. Das kann möglicherweise bis hin zum Blackout im Stromnetz führen. Also Cyber Security ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich ist auch die Frage, wie abhängig macht man sich im Stromsystem von bestimmten IT-Dienstleistungen, von bestimmten IT-Systemen. Dann haben wir natürlich gesellschaftliche Themen, die ganz entscheidend sind, wie beispielsweise informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz, Privatsphäre. Was passiert mit meinen Verbrauchsdaten beim Strom zum Beispiel? Wer bekommt die? Was wird damit gemacht? Was können für Rückschlüsse auf mein Verhalten gezogen werden? Auch die Frage, wer profitiert davon, ist eine ganz entscheidende. Also profitieren nur Großkonzerne oder kann ich auch als normaler Stromverbraucher oder auch Erzeuger, wenn ich eine Solaranlage habe, davon profitieren? Und letztlich sind wir bei Bits und Bäume natürlich auch an den ökologischen Fragen ganz groß dran. Und da ist natürlich auch die Frage Digitalisierung, Energiesystem. Was hat das, was für welche Rebound-Effekte sorgt das beispielsweise? Können die digitalen Technologien dazu führen, dass der Stromverbrauch letztendlich sogar ansteigt? Und auch, welche Ressourcen werden für diese digitalen Technologien benötigt? Können die in eine Kreislaufwirtschaft zurückgeführt werden oder nicht? All diese Fragen sind natürlich sehr mit Risiken behaftet und müssen adressiert werden. Und das wollen wir mit der Bits und Bäume erreichen.